Hallihallo, Hallöchen, liebe Freunde. Ja, leider ist, also ich wollte ja nicht speichern und irgendwie ist mir das Spiel einfach abgestürzt dank Windows, weil Windows unbedingt das Farbschema ändern wollte. Das müsste ich, glaube ich, nochmal einstellen mit dem Ring. Genau. Ach nee, hatte ich... Moment. Hatte ich den jetzt ausgezogen? Nee, ausgerüstet, okay. Schild habe ich schon nicht mehr dabei. Gut. Das passt ja. Durchlauf, denn ich habe rausgefunden, wie man im Graben die Truhe öffnet. Allerdings scheint es bei mir da einen kleinen Bug zu geben. Sonst hätte ich das vorher bemerkt. Aber es ist nicht weiter dramatisch. Ich gehe jetzt einfach hier. Das ist schon ein Durchlauf. Durch. Das ist witzig. Er hebt den Arm zum Angriff und da steckt mein Schwert schon unter seinem Arm im Brustkorb und er stirbt also. Schon witzig. Und das Coole ist eben, mit diesen kleinen Verletzungen, die, oder dem bisschen Schaden, was die mir zufügen können, durch ihre, wie auch immer, durch ihre Angriffe, das wird alles geheilt durch meinen Ring, wenn ich sie danach eben töte. Das ist natürlich die Bedingung, dass sie mir nicht zu viel Schaden zufügen. Aber das lässt sich recht einfach bewerkstelligen bei den schwachen Gegnern, wenn die mit einem Schlag zu besiegen sind. Oder mit zwei, je nachdem. So, Ort der Buße. Vielleicht ist der Bug jetzt auch weg, wer weiß. Ich hab keine Ahnung. Eigentlich schon ganz schön was wiegen. So, nein, der Bug ist immer noch da. Normalerweise wäre jetzt hier ein Geist zu sehen, mit dem er reden kann. Der müsste irgendwo da sein, ja. Ich weiß nicht. Irgendwo da. Seid gegrüßt, Fremder. Ihr habt mich erschreckt. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass meine Familie zurückkehrt. Wo ist sie denn? Meine Familie hat mich hier gelassen, auf dass ich ein Mönch werde. Sie haben mir versprochen, mich zu besuchen. Sie tun es sicher bald. Okay. Truhe ist immer noch verschlossen. Muss ich nochmal mit ihm reden. Ich habe keine Zeit für euren Unsinn. Ich warte darauf, dass meine Familie zurückkehrt. Sind das auch alles Geister? Geister? Auch? Ich verstehe nicht, wovon ihr sprecht. Ich habe keine Zeit. Ich warte. Viel Glück. Was zum... Irgendwas muss ich zerbrechen. Eure Waffe, sie stieß einfach durch mich durch. Ah. Meine Familie, ich muss...
muss zu ihnen gehen. Oh. Okay, ich muss ihn einfach nur angreifen in irgendeiner Form. Neuer Tag, ein Ring. Das Herz ist ein Werkzeug, das eine bestimmte Blutmenge pumpen soll. Doch jedes Werkzeug kann man auch ausbauen und verbessern. Neuer Tag. Was bedeutet das? Meine Gesundheit beeinflusst es schon mal nicht. Habe ich dann eine Regenerationsrate? Das wäre interessant. Komischerweise habe ich schon Leben verloren. Wäre ja eigentlich mal interessant rauszufinden, was das so kann. Das mache ich jetzt mal kurz. Ich bin gerade aus dem Fenster raus, deswegen so, mal sehen, ob ich es finde. Trinkets, was? Der heißt doch Neuer Tag, oder? Oder nee, das ist ja nur ein Amulett. Moment. Ach Gott, nee. Also, das weiß gerade keiner da wirklich was drüber. So, wie heißt das Ding jetzt richtig? Neuer Tag, Rüstung, Schmuck. Schmuck, okay. Trinkets. Ah, jetzt kann ich nach Aussehen gucken. Die haben das hier schön mit Bildern hinterlegt. Da. Was? Oh, tatsächlich. Es wird nicht angezeigt. Aber ich habe dann mehr Leben. So wie es aussieht. 25% steht da. Ansonsten. Moment, was gibt's denn noch? Ich habe ja noch gar nicht allen Schmuck. Ja, ich habe einiges, aber wo noch? Nee, Moment. Inventar, was könnten wir denn? Blutgier, wo haben wir den denn? +10, +10. Oder, also entweder +10 HP oder +10%, aber ich glaube eher 10. Okay. Gut, also neuer Tag gibt mir tatsächlich mehr Gesundheit. Allerdings ist die Blutgier mit dem Heilen, finde ich besser. Es ist schon praktisch, wenn man so ein Wiki dazu hat, was da einem hilft. Jetzt hatte ich eigentlich noch was. Ach so, genau. Eigentlich wollte ich ja noch in mein DLC rein. Das war aber hin. Klasse, den One-Hit runtergehauen. Ja, sehr geil. Das Labyrinth. Da ist dann wiederum die Frage.
wie es aussieht mit... mit meinen Waffen, welche ich da verwenden kann, welche nicht. Muss ich mal gucken. Dann... abgezogen. Das ist natürlich echt heftig. So. Okay, Jungs. Seid ihr noch da? Ja, ihr seid noch da. Ihr seid treue Kerle. Sogar auf Treppen mittlerweile kämpfen zu können. Komm her, greif mich an. Mittlerweile scheine ich sogar auf Treppen kämpfen zu können. Labyrinth machen wollen würde. Ich habe mir auch schon die Einstellung raus oder das rausgesucht, wo ich meine Faustwaffen bekomme, weil es gibt noch eine Axt und eine Glaive, glaube ich, die man da als Drop bekommen kann. Einfach mal, wie man ihn sieht. Und er fliegt in die nächste Ecke. Genauso cool. Und dadurch habe ich jetzt schon fast wieder volles Leben. Kinderspiel, wenn ich das so einfach im Geisterreich hätte. Das ist schon cool. Natürlich ist das jetzt... Ja gut. Wo war denn jetzt hier... Schmiede. War hier in dem Turm einer? Drei Angriffe und das Ding ist tot. Wow. Ich bin immer wieder selbst überrascht. Genauso drei Angriffe. Und ich habe kaum Leben verloren. Dann hoffen wir doch mal, dass hier eine Schmiede drin ist. Wo uns der Schmied. Ah, da muss ich auf die Hochzone erstmal. Bring mich. Bring mich. Schön. Wohin? Ist auch immer so. Der fängt ja immer an mit bring mich. Total lächerlich. Na gut. Speichern wir. Oder? Bevor wir drauf gehen, sicher ist sicher 48.000. Oh, das ist genau das, was ich eigentlich fürs Level bräuchte. Schaden plus 5. Nochmal 5 Schaden draufgehauen. War ich eigentlich schon... Ach nee, die kriege ich ja erst auf, ne? Wenn's... Genau. Oh, harte Landung. Aber kein Leben verloren.
es drauf, mich in Stahl zu versetzen. Das konnte ich auch sonst. Ja, da war ein kleines Problem. Die brauchen ein wenig Ermutigung, um drauf zu gehen. Das bringt definitiv erstmal nichts. Ich brauche mehr Nicht-Blitzschaden. Oh, die Geister werden sich freuen. Die Geister werden sich freuen. Oh, das habe ich natürlich gerade eine Falle von ihm getan. Die brauchen nämlich nicht physischen Schaden. Das Problem ist aber, dass zum Beispiel diese Axtträger ziemlich krass drauf sind. Bräuchten wir jetzt unser Erbstück. Da haben wir noch was anderes. Das ist natürlich nichts anderes. Das ist gut gemischt. Feuerschaden. 80 wäre der Stab. Der hat tatsächlich, abgesehen von dem Hammer, eben die meisten Schaden. Durchaus ernst, die sind hier recht heavy, was das angeht. So. Dann kriegt nicht so viel Damage. Irgendwo muss ich da den Hebel finden, obwohl. Was war das? Sekunde. Lightning. Das ist Feuer, das ist Magie. Definitiv aus wie ein Blitz und das andere wie Magie. Ich kann aber keiner erzählen, dass das Eis ist. So, allerdings ist das die falsche Ecke. Da müssen wir nochmal